Hallo Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Und wir sind wieder am ersten Leuchtfeuer. Wir haben in der letzten Folge den ersten Boss besiegt. Ava, Begleiter des Königs. Und ja, jetzt ist der Sturm hier weg. Also ist das nicht mehr gefrorene Ilium Lois. Oder eher gesagt, nicht mehr gefrorenes Ilium Lois. Und wenn man jetzt mal hier schaut, das sieht doch genial aus, oder? Da hinten noch mit der, ja. Ich weiß nicht, was ist, Kathedrale oder? Also das sieht, finde ich, richtig genial jetzt aus. Es sah vorher schon immer schön aus, aber jetzt ist es natürlich, ja, der Oberknaller. Gut, wir gehen, ja. Aua. Soweit die Wege nochmal. Denn jetzt haben wir ja noch ein paar Stellen, wo wir noch Eis hatten. Und die müssen wir noch erledigen. So, mal schnell einen Schluck trinken. Da kommt nämlich er schon. Da kommen wir ruhig her. Da ist auch noch, okay. Gut. Und ich glaube, warte mal, die Fackel war vorher, glaube ich, noch nicht an, oder? Kann das sein? Ich glaube, die war vorher noch nicht an. So, dann schnappen wir uns mal den da drüben. Ziehen wir mal hier rein. Aua, der ist ja schon da. Okay. So, gute Nacht. So, dann gehen wir mal hier durch. Wir gehen nicht hier durch. Denn jetzt stehen die Alten auf. Fast hätte ich es noch vergessen. Ja, hier kann man nochmal durchschauen. Hier sieht man schon. Da ist noch ein bisschen was. Und da kommen wir auch noch hin. Ja, danke. Das wollte ich eigentlich nicht. So, können wir die jetzt... Jetzt können wir sie anvisieren, okay. So, waren das nur... Ich wollte schon sagen, waren das nur zwei, es waren noch mehr. Und tschüss. Gut, wir haben nichts gedroppt, so wie es aussieht. Dann können wir hier eigentlich direkt dran vorbeigehen, weil hier ist nichts mehr. Und schauen wir eben, ne, hier rum in die Ecke ist auch nichts. Und jetzt müssen wir mal schauen, hier links und rechts müsste jetzt Eis aufweg sein. Genau, hier sitzt auch noch eine. So, einmal weg und Gewand der Gefolgsleute. Gewand der Gefolgsleute. Ein von den Gefolgsleuten in der Kathedralenstadt getragenes Gewand. Vor langer Zeit dienten die Gefolgsleute den Priesterinnen. Aber seit diese verschwanden, durchwandern sie ziellos das eisige Ilium Lois. Ja. Das sind also die Gefolgsleute. Zweimal Goldfruchtbalsam. Dann eine getrocknete Wurzel und Stab der Gefolgsleute. Goldfruchtbalsam, hatten wir das schon? Ich glaube, ja, erhöht vorübergehend den Willen. 12 Mal hat man definitiv schon. Und den Stab der Gefolgsleute. Ich weiß nicht, ob da was anderes steht. Müsste aber eigentlich ein Zauberstab sein. Rein theoretisch. Stab der Gefolgsleute. Ja, steht aber dasselbe. Nur, dass halt dabei steht, dass ein Stab ist. So, und jetzt wird diese Stelle hier natürlich noch gemeiner. Da drüben stehen welche. Das Eis ist weg. Und hier hängt noch eine. So, und die... Oh, die beschießen uns doch noch nicht. Okay. Dann... Na komm. So, er ist vergiftet. Im zweiten kümmern wir uns dann so. Ah, ich dachte, er stirbt noch, bevor er uns trifft.
Und ich dachte, er wäre schon weiter, deswegen wollte ich da nicht irgendwie wegrollen, weil ich dann dachte, er trifft uns dann hier. So, er hat was gedroppt. Wieder ein Eisflorett. Schön, da haben wir schon ein drittes Mal. Was ist mit seinem Grab passiert? Also, sorry, wenn du stirbst, musst du deine Waffen nicht so wegschmeißen, ne? Das weißt du schon. Hoffe ich. So, dann schnappen wir uns ihn hier mal. Mit Gift. So, er dürfte dann jetzt auch sterben. Wollte uns verarschen. So, und ihn da hinten dürfen wir auch schon treffen, genau. So, ja, er ist vergiftet. Sehr gut. Ja. Ist okay. Ich laufe hier einfach mal ein Stück. Und hier sitzt noch eine. Ich glaube, irgendwie kommt noch eine von hinten. Oder war es die hier immer, die ich nur vergessen hatte? Das kann auch sein. Dann schnappen wir uns erstmal ihn hier. Da kommt der zweite direkt mit, okay. Okay, der war schon vergiftet. Gut zu wissen. Gar nicht darauf geachtet. Nein! Steck zweimal zu, okay. Du Arsch. Jetzt will ich aber nicht durch dich sterben. Das kannst du mal vergessen. So, trink mal was. Nein, ich wollte das machen. Und tschüss. So. Dann bräuchten wir mal den Bogen. Aber erstmal hier noch als Aussammeln. Dreimal Reparaturpulver, sehr schön. Ich glaube, das war's aber soweit schon. Ja. Scheint so. Dann bräuchten wir den Bogen, um ihn da oben wegzuholen. Na komm, wir sehen doch richtig an. Jetzt. Ah, ich dachte, wir kriegen noch gestaggert. Na gut, trinken wir nochmal was. So, hier dürfte überall nichts mehr sein. Hier war ja eigentlich kein Eis, aber hier drüben ist eine von den Alten. Die jetzt aufstehen. Aber bevor sie aufsteht, einmal wegkloppen. Ja, und hier sehen wir, hier könnten wir weitergehen jetzt. Bin ich eigentlich auch gerade am Überlegen. Nee, machen wir noch nicht. Wir arbeiten erstmal hier oben das ab. So, hier hängt ja er. Und von irgendwo kommt hier jetzt noch einer angerannt gleich. Ich glaube von hier links. Genau, da ist er. Aber die sind zum Glück nicht unbedingt so das Problem. Daher ist das alles noch in Ordnung. Dann gehen wir einmal hoch. Holen mal eben den Bogen raushauen, aber nicht gegen die Wand. Ich probiere ihn nochmal zu vergiften. Er dürfte vergiftet sein, tatsächlich. Ja, ja, stirbst doch jetzt eh, sag ich doch. Kümmern wir uns mal um deinen Freund. Nee, Dual habe ich sie nicht. So. Und dann noch hier um ihn hier kümmern. Und um den Hund natürlich. Ja, hat uns doch erwischt. Gut. Und dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Denn da das Eis weg ist, dürfen wir jetzt die Truhen oben bekommen. Aber müssen jetzt natürlich darauf achten. Ich meine wirklich, die Fackeln wären vorher nicht angewiesen. Aha. Ja, ja, verarschen kann ich mich alleine. Ich wollte gerade sagen, müssen natürlich darauf achten, dass die jetzt aufstehen. Au. Ja, und ich habe vergessen, dass die da runterspringen. Bei eine zumindest. Nämlich da in dem Loch. Da kommen wir ja jetzt auch hin. Denn sonst rennt die hier uns auch hinterher.
So, und die andere stand hier vorne, beziehungsweise saß da und ist dann da runtergesprungen. Ja, und hier oben ist immer noch er, aber die Truhen sind frei. Okay, das war jetzt ein bisschen... Au! So. Das war's mit dir. Und dann können wir jetzt die Truhen mal looten. Finde ich aber auch geil gemacht, dass hier, ne, achtmal im Hintergrund, dass man hier die Wege dann teilweise zweimal laufen muss, um alles zu bekommen. Ein Seelengefäß, schön. Oder um alles zu bekommen. Sieht ein bisschen aus, finde ich, wie eine Stadt aus Assassin's Creed. Erinnert mich so ein bisschen daran. Zwillingsklinge des Zauberers. Und wie, wenn ihr mal seht, die Stadt ist gar nicht so klein, ne? Göttlicher Segen. Während ich das jetzt mal vorlese, Zwillingsklinge, stelle ich mich mal hier hin. Seht ihr mal, wie... Ja, wie schön das aussieht. Und die Zwillingsklinge des Zauberers. Die Zwillingsklinge. Da habe ich mich, glaube ich, beim ersten Mal schon dumm und dämlich gesucht. Das sei, nee, weiter unten muss die ja sein eigentlich. Zwillingsklinge des Zauberers. Heidelanze. Zwillingsklinge des Zauberers, da ist sie. Genau, weil die so ein bisschen aussah wie ein Bogen. Diese Zwillingsklinge stammt aus Malphia und dient als Beschleuniger für Zauberei. Diese seltene Waffe wird nur von wenigen Kriegern verwendet, da ihr Einsatz großes Können mit Stab und Schwert voraussetzt. Effekt Zauberei benutzen, auf dem schweren Angriff. Also kann man auch mit auf dem schweren Angriff die Zaubereien benutzen. Sieht, glaube ich, auch ganz cool aus. Ja, kann nicht effektiv genutzt werden, ich weiß. Alt, falsche. Nee, ich will die eigentlich nicht dual nehmen. Ja. Ja, und am schweren könnten wir... Ja, macht er jetzt natürlich nur so... Hä, weg? Weil wir keine Zauberei ausgewählt haben. Aber wir könnten rein theoretisch Zaubereien nutzen. Brauchen dafür aber auch 20 Intelligenz noch. Also, ja, ne? So, nehmen wir aber erstmal wie das Espada Ropera rein. Oh, und gehen drüben weiter. Denn da gab es ja auch noch was zu erledigen jetzt. Wenn ihr euch erinnert. Ich könnte eigentlich hier einen Bogen schon mal reinnehmen. Und erstmal ihn hier. Die sind ziemlich anfällig für Gift. Drei Pfeile reichen da. So, bitte gehen wir mal aus dem Weg. Ich hab's nämlich befürchtet. Jetzt sollte er dann auch vergiftet sein. Ja, ist er. Gut, nehmen wir die Degen rein. Geht schon mal ein Stück nach vorne. Na komm. Wir riskieren es einfach mal. Und die stehen jetzt hier alle auf. So, der hinten ist tot. Gut. Können wir uns jetzt um die hier noch kümmern. Das war's mit denen. Und hat er hier was gedroppt? Nee. Na, hier höre ich doch schon wieder wen tapsen. Da ist er. Weg mit dir. Oh, eine Fackel. Okay, nehme ich. Nehme ich immer. Immer gerne sogar. Und dann haben wir ja hier noch was zu erledigen. Denn der, ja, der Sturm ist jetzt weg. Das heißt, wir können hier jetzt eine Fackel nutzen. Ich hab's... Oh nein, nicht das. Ich hab's vorher gar nicht benutzt, aber... Oder vorher gar nicht gezeigt, dass es nicht ging, aber... Ich denke mal, ihr könnt mir das glauben. Oder ihr glaubt mir das. Wenn nicht, probiert selber aus. So, Fackel ist an. Schnell wieder ein bisschen... Schnell wieder zurück, damit wir ein bisschen sparen. Wir haben ja nur noch 5 Stunden 43. Ja, und hier sehen wir schon... Da hängen sie wieder. So, erste ist weg. Und da kommen einige von denen an. So, nächste ist weg. Und die mache ich wirklich gerne mit dem Bogen. So, und da
Dann gehen wir mal langsam rein. Oh, dich habe ich vergessen, du Arsch. Okay, geht wieder zurück. Dann können wir uns erstmal um die hier kümmern. Die sind zum Glück nicht so das Problem. Ach komm. Ne, wo ich gerade dabei bin. Treffen wir jetzt noch was? Dann nicht. Dann machen wir es so. So, Nacht. Ja, und nochmal eine Dehnwache. Die auch einiges aushält. Aber ist trotzdem nicht das Problem für uns. Auch wenn wir ein bisschen Schaden kriegen und neu... Ja, nochmal was trinken müssen. Nicht neu, sondern nochmal. Und dann schauen wir mal eben hier oben. Da hinten steht noch eine Dehnwache, wie ihr seht, ne? Und da drüben steht noch so eine. Die holen wir mal direkt weg. Und dann schaut... Ne, lag hier gar nichts. Doch, da drüben liegt was. Zwei Menschenbilder, okay. Dann war es das hier schon. Und hier ist eine, naja, ich nenne es mal geheime Wand, obwohl es keiner ist. Weil, ne, wenn die geheim ist, dann weiß ich auch nicht. Und lag hier, hier lag was. Eine Knochenfaust. Die ist auch ganz cool. Die ist wirklich ganz cool eigentlich. Da ist sie. Ist wie halt ein Zestus, nur... als Knochen sozusagen. An die Faust gebundener Knochen kommt im Faustkampf zum Einsatz, aus einer missgebildeten Kreatur gewonnen. Lässt den Träger mit übermenschlicher Stärke kämpfen, als würde der Geist des einstigen Besitzers die Kontrolle übernehmen. Ja, hat höhere Anforderungen, 15 Stärke, 30 Geschick, hat skaliert mit A und B, aber ist eigentlich gar nicht so schlecht, denke ich. Können Sie uns auch mal anschauen, gerne. So. Ist wirklich wie Kickboxer eigentlich. Damit können wir noch parieren. Also schon ganz cool eigentlich. Finde ich schön gemacht. Und ja, dann nehmen wir das wieder rein. Jetzt muss ich aber mal schauen, nicht, dass ich hier was vergesse. Nee. Sieht nicht so aus. Nö. Gut, dann kümmern wir uns mal um ihn hier. Der bewacht nämlich noch etwas. Wie ihr ja mittlerweile wissen müsstet, würde ich gerne immer alles haben. Na. So, aber nicht hier. Und gute Nacht. So, was haben wir denn da? Ein Garnisonshofschlüssel. Moment, jetzt überlegen. Ich glaube, ich weiß, wofür der ist. Ach, hier hinten müsste dabei sein. Garnisonshofschlüssel. Öffnet den Garnisonshof von Ilium Lois. Der Garnisonshof wurde zur Eindämmung des Chaos errichtet. Und bis zum heutigen Tag warten Ilium-Ritter dort darauf, dass jemand den letzten Befehlen des Königs getreu den Vorstoß auf die geschwollene Flamme leitet. Hört sich gut an, hä? Wird lustig, kann ich schon mal verraten. So, nein, ich wollte... Nein, ich Idiot. Ich wollte doch gleich zurück zum Leuchtfeuer. Denn jetzt müssten wir nämlich theoretisch den Weg nochmal rennen. Na, dann reise ich erstmal woanders hin. Dann reise ich erstmal zum zweiten Leuchtfeuer. Weil jetzt den Weg direkt nochmal möchte ich euch nicht antun. Nicht unbedingt. So. Beziehungsweise ein Teil des Weges, weil wir wären dann über die Brücke gegangen. Aber dann kümmern wir uns erstmal um ihn hier. Moment mal, gibt es hier überhaupt groß was noch zu holen?
Bin mir gerade nicht sicher. Ah doch, genau, doch gibt es. So, das war dein Ende, dass du da nicht auf mich zukamst. Und wir haben nochmal ein verwecktes Dämmerungskraut. Ja, okay. Nehme ich. Und ihn nochmal ein bisschen beschießen. Wenn er jetzt nicht noch so Schlangenlinien rennt weiter, dann... Nö, es geht, okay. Und ins... Nein. Oh, das war auch knapp. Wir haben nochmal ins Gesicht geschossen. So, du bist schon mal weg. Naja, das macht ja auch ein bisschen mehr Schaden, wenn man den ins Gesicht schießt. So, du bist auch weg. Dann kümmern wir uns mal um die dritte. Ich sag zumindest immer die, weil ich davon ausgehe, dass es Frauen sind. Sie sehen mich nämlich irgendwie ein bisschen weiblich aus, auch wenn die nicht wirklich, wie es scheint, Brüste haben. Aber, ja, ja, wer weiß, wie kommt man da eigentlich nochmal hoch? Bin ich gerade am überlegen. Weiß ich gar nicht. Müsste man mal schauen. Oder wenn es jemand weiß, schreibt es mir. Ja, er greift uns jetzt natürlich schon eher an da oben, weil er uns noch besser sieht. Nicht nur wir sehen die Gegner besser, auch die uns. Nein, falsche. Die Waffe bitte. Au. Kann ich aber auch hier. So. Und dann... Ach ja, brauchen wir eh nur drei. Dann dürfte er ja jetzt schon sterben. Da bin ich gerade echt am überlegen, wie man hier hochkommt. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich glaube, da war ich sogar noch nie. So. Dann einmal hier hoch. Ich habe doch keine Idee, oder? Können wir hier... Moment mal, geht das? Nein! Falsch. Ich vermute nämlich, man muss da auf der Kante lang, da auf das Dach und dann da rüber aufs Dach. Das will ich doch jetzt mal testen. So, jetzt sind wir schon mal hier drauf. Ja, wie scheint, kommt man da aber nicht drauf. Ich probiere es mal direkt auf die Kante da zu springen. Das heißt von hier etwa. Ja, das war ein bisschen früh. Ich glaube nicht, dass das klappt. Ich glaube nicht wirklich dran. Einmal probiere ich es noch, würde ich sagen. Hey, sieht nicht aus, als ob man da drauf springen könnte. Aber wie kommt man dann da drauf? Ich schaue mich hier vorne nochmal eben um. Wir müssen irgendwie hier oben drauf kommen. Die Frage ist aber, wie? Hier kommt man ja auch nicht hoch, ne? Nee. Sag mal, lebst du eigentlich noch? Lebst noch? Ich habe ganz vergessen. So, hier konnte man aber rumgehen. Aber hier kommt man ja hier drüben wieder nicht raus. Doch. Kommt man doch. Okay. Bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich hier schon war. Dunkler Tanz, doch hier war ich schon mal. Die kenne ich auf jeden Fall. Das ist nämlich eine Hexerei. Müsste die sein, genau. Diese Hexerei verwandelt Seelen in eine große dunkle Masse. Die finstere Masse tanzt aus Freude über ihre gewonnene Freiheit. Oder einfach nur, um jene zu verspotten, die auf ihrem Weg liegen. Hexereien sind Ausdruck der menschlichen Verderbtheit, wie dieser Tanz beweist.
Ja, wie es sich anhört, verbraucht die Hexerei auch Seelen. Das ist nämlich das Problem bei Hexereien teilweise, die verbrauchen Seelen, damit sie, ja, Schaden machen. Und wenn man dann keine Seelen mehr hat, dann machen sie kaum noch Schaden. Das ist nämlich ein bisschen das Blöde bei Hexereien. Was mich auch eigentlich daran hindert, wirklich großartig mal eine Hexer zu machen. Weil, ja, da ist man zum Teil doch eher Zauberei-Hexer. Also man nutzt Zauberei und Hexereien. Nix da. So, die Tür geht immer noch nicht auf, ne? Nee. So, dann einmal ihn hier wieder wegholen. Und, ja. Ja, treffe ich ihn jetzt noch? Jetzt rennt er natürlich, ja, jetzt rennt er hinter die Kante. Penner. So, jetzt sollte ich ihn da treffen. Gut. Eigentlich, wenn wir jetzt schon mal hier sind, ja, mach mal eben, können wir hier hinten nochmal hingehen. Denn der Garnisonshofschlüssel, der ist nämlich da vorne für. Ist für die Tür da vorne, aber da werde ich definitiv noch nicht komplett weitergehen. Ja, gut, ist vergiftet. Dann gehen wir mal zu ihm. So, gute Nacht. Und wir haben noch eine kleine orangene Blüte bekommen. Ich werde nur hier schon mal die Tür aufmachen. Kann ich so und so auf Schlüssel benutzt. Und das Leuchtfeuer aktivieren, damit wir hierhin reisen können zur Not. Ja, wo soll es hier groß weitergehen? Werdet ihr euch fragen. Aber schaut mal, wie der Sarg hier steht. Da kann man reinsteigen. Und fährt dann hier runter. Da gibt es dann noch was. Ja, noch was zu erledigen. Aber da gehe ich erstmal noch nicht hin. Das werde ich wahrscheinlich ganz zum Schluss machen. Okay. Jetzt werde ich gerade nebenbei auf dem Handy angerufen. Das sehe ich gerade im Augenblick, das hat mich gerade ein bisschen abgelenkt, aber naja. So, öffnen wir mal die Tür. Und wie wir jetzt sehen, sind die Truhen frei. Aber wir wissen ja schon, dass das hier eine Mimik ist. Na hallo, junge Dame, kommen Sie rein. So. Und da würde ich gerne mal gerade was probieren. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt, ob ich schon mal gemacht hatte. Bin mir gerade selber nicht sicher, aber ich würde, wo ist er denn? Da ist er doch wahrscheinlich. Lloyds Talisman mal benutzen. Genau, jetzt öffnen die einfach ihren Mund. Man kann es rausnehmen, wie man möchte. Katharina-Rüstung, aber aus Prinzip erledige sie, ja, aus Prinzip erledige ich sie trotzdem. Und die Katharina-Rüstung, da ist sie. Wie gesagt, da haben wir auch schon einen Helm von. Ist halt die zwiebelförmige. Der Text müsste derselbe sein, deswegen lese ich ihn mal nicht vor. Wenn ihr noch nicht gelesen habt oder noch nicht kennt, dann macht nochmal kurz Pause, geht zurück. Oh, eine Titanit-Scholle, schön. Geht zurück und lest euch nochmal durch. Wobei Scholle, nee, Scholle brauchen wir nicht unbedingt. Schimmernder Lebenstein, 7. Oh, alter schimmernder Lebenstein, ja gesagt, 7 Stück. 3 Asketenleuchtfeuer. Und in der letzten ist, oder sind 2 Leuchtkäfer. Und wir gehen wieder weiter. Hier dürfte ja jetzt gerade nichts kommen. Nee. Halt. Falscher Pfeil. Ich wollte mit Gift. So, und bitte noch einmal. Nee, ich treffe nicht mehr. Ja, gehen wir ihm entgegen. Und dann bin ich gerade am überlegen, wo wir jetzt gleich als nächstes hingehen. Ah, er hat schon mal was getrunken, okay. Hilft ihm aber nichts, denn tot ist er trotzdem.
Walgurlem-Schild. Schön. Und hier haben wir nochmal eine Truhe. Da haben wir drei Elisabeth. Oder Elisabeth-Pilz drin. Ja, jetzt können wir mal schauen. Ah, hallo, junge Dame. Zumindest schreien die wie die Frauen, aber naja. Gut, die sind auch extrem abgemagert. Keine Ahnung, was es jetzt wirklich ist. Ja, wir könnten jetzt entweder erstmal hier rechts weitergehen. Da überlege ich gerade, ob da überhaupt noch groß was kommt. Oder könnten hier nach links weitergehen. Aber ich würde sagen, als erstes gehen wir erstmal zu dem Pharos-Teil. Und ja, das, ja komm, das mache ich noch. Und in der nächsten Folge schaue ich dann mal, wo ich dann weitergehe. Einmal benutzen, bitte. Danke. Dann müsste jetzt hier auftauchen. Na, genau. Und da war eine Truhe. Und in der Truhe ist Durgos Hut. Durgos Hut, Durgos Hut, Durgos Hut. Da muss ich doch mal schauen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er? Da ist er. Durgos Hut. Ein beim blauäugigen Durgo beliebter Monokelhut vergrößert die Reichweite von Pfeilen. Der Held Durgo, ein herausragender Bogenschütze, verteidigte seine Heimat mit seinem Schwager gegen Eindringlinge. Lanafis Politik der Abgeschiedenheit zum Trotze war Durgo auch außerhalb des Reiches bekannt. Effekt erhöht die Reichweite von Pfeilen. Also im Prinzip wieder Ring, nur als Hut. Und ja, das war's für diese Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal bei Dark Souls 2 Scholar of the First Sin.